Freunde, willkommen zum vierten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, drei Sterne, alle Farben. Das ist ein Scheißturnier, ja? Das ist so ein Scheißturnier. Okay, das ist immerhin gut. Das funktioniert. Also, wir können uns merken, Hochemblemierte, für die Verteidigung gut. Für die Offensive reizt nicht. Da muss man Gebreakte haben. Gelaufen, ne? Haben wir nicht. Gut, das ist im Endeffekt ein 5 gegen 4, weil Grams zählt nicht. Das Team passt perfekt, ja, hier blau, hier ist, hier meine blauen hier gegen den roten und meine gelben gegen Morris. Wir könnten auch zwei lilane nehmen für die beiden, aber ich hab mit quasi halt so ein bisschen Schutz, deswegen bleiben wir dabei. Also auf geht's. Gib ihm aufs Maul hier. Ah, gut. Ne, hier. Gelb. Ach, Quatsch, gelb. Ich bin hohl. Hier, ich hab schon wieder weitergedacht. Blau in gelb. Und dann haben wir hier auch noch was. Weil der geht ja hier nach oben. Ne? Und die beiden gehen dann einen nach oben. Die sind dann hier und dann habe ich nochmal ein blaues Match. Also ist eigentlich optimal. Ach so, hier, das geht auch noch. Okay. Alles klar. Der war jetzt nicht geplant, ne? Normalerweise wäre der Blaue jetzt hier gewesen. Aber dann machen wir es halt so. Okay, quasi an. Eigentlich werde ich, glaube ich, den anderen Gunnar mitnehmen. Aber der andere Gunnar macht mir mehr Spaß. So, kill du mal deine Schwester da hinten. Du hättest auch mal zweimal auslösen dürfen. Wäre ich dir auch nicht böse gewesen, Poppy. Okay. Okidoki. Machen wir die. Weiter mit den Minions. Poppy, was ist da los, Poppy? Mach doch mal mehr. Scaramanga. Ich kenne nur Scaramanga aus dem Bond-Film. Okay. Ja, jetzt nehmen wir hier lila mit. Die beiden gelben bleiben, wir nehmen drei lilane mit. So, und das sind dann Mewe, Jacke und Björn. So, die Angriffstruppe geht dann noch. Hier, so. Okay, perfekt. Eigentlich könnte man auch überlegen, ob man ihm... Wir haben da 8. Mehr Defensive. So viel Angriff braucht er ja gar nicht. Ach komm, scheiß drauf. Nein, den hier. Passt schon. Sir Bartosch. Was ist denn hier? Herr Lila unter Lila, das ist nicht gut. So gar nichts erstmal, ne? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das so machen. Jetzt sind wir schon mal die 4 Lieder an. So, dann gucken wir mal, dass wir da die gelben kriegen. Das ist natürlich doof, dass ich gelb unter gelb habe und lila unter lila. Das hilft mir so gar nicht weiter. Das hat mir ein bisschen weiter geholfen. So, dann lass mal gucken jetzt hier. Okay, so jetzt Björn, gehen wir vielleicht. Ja, Minions können wir nicht machen, ich weiß. Wird gelaufen. So, Poppy, jetzt ist die Zeit, wo du mehrmals feuern darfst. Ja, gut gemacht, gutes Mädchen.
Aber wir verlieren es trotzdem. Kann den ihn reinspielen. Oder feuert eh. Hab gesehen, dass es viel Bewegung bringt, aber ich habe, was habe ich für eine Wahl? Ich kann ja hier wieder so ein bisschen rumpillern, aber das bringt mir ja nichts. So, jetzt komm. Warum, du dummen Bitch? Warum bist du denn nicht geladen, Mann? Warum denn nicht? Ah. Ne, das soll nicht sein. Komm. Ne. Das Board war aber auch scheiße. Also, es war nicht scheiße. Aber wir haben die falschen Farben gebracht. So, hier sieht es eigentlich gut aus vom Prinzip her. Ja, wenn man dann auch. Es ist wieder. Unter den gelben kriege ich kein lila. So wie gerade, wo ich unter gelb-gelb gekriegt habe, unter lila-lila. Das hat mir im Endeffekt nichts gebracht. So, wenn ich den einen hochmache hier, dann gehen die doch alle hier zusammen. So, schön. Ach, das sollte nicht so sein. Gut. Sich noch einigermaßen rausgerettet. Ja. Warte mal. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir erst gelb machen, ne? Muss meine gelben erst haben, bevor quasi er auslöst. Blocke ich nämlich jetzt seine Minions. Ja. Mal, ob wir. Mach nur einmal diesmal. Okay. Achso, war jetzt gar nicht mal so schlecht gelaufen. Weil ich will nicht, dass er auslöst. Den kriegt er jetzt da die Bombe ab. So. Okay, das mussten wir jetzt einmal mal einstecken. Oh wow. Der Poppy fast weggefetzt. Instant. Gut. Die gelben haben wir da nämlich noch. Oh, pass mal auf. Ich sage, der Auto-Attack killt Poppy. Mal gucken. Ich wusste es, du Dreckspiel. Ich wusste es, mit Ansage. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es ist jetzt völlig egal. Es ist jetzt völlig egal, weil das hat keine Auswirkung auf den Ausgang dieses Matches. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das ist Wahnsinn. Mit Ansage. Du weißt es vorher schon genau. Und jetzt stell dir vor, sowas im Endeffekt fast in dem Krieg mit dem Leonidas-Kampf. Ja, da war das auch so. Dieser eine Auto-Attack wieder. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten es jetzt gewonnen und wir hätten jetzt noch einen Heiler gehabt, beispielsweise und Poppy. So. Und wir wüssten, wir haben keine Steine mehr drunter. Unser Heiler, der stirbt gleich oder würde gleich sterben. Aber wir müssen das jetzt gewinnen. Und wenn Poppy nicht getroffen wird, dann gewinnen wir das. Stell dir so eine Situation vor. Dann wäre ich instant gegangen, glaube ich. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Oh. Es ist Wahnsinn. Shangri-La, okay. Gut. Zwei lilane, dann nehmen. Ja, das passt doch. Komm, das passt doch. Wir haben gerade Bane gut rausgehauen mit lila. Oh, hey, yeah. Okay. Nee, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Hab ihm Unrecht getan, dem Board. Aber die Frage ist, ich mach sechs Steine. Sechs lila Steine. Machen wir das so. Und so. Das geht dann in lila, in gelbes Match über. Okay.
Ja, mit den Diamanten. So, quasi an. Die Frage ist, zwei gelbe reichen. Ne? Deswegen hauen wir ihn jetzt mal vorsichtshalber raus. Poppy ist auch ganz vorsichtig und trifft halt auch nur einmal. Ne? Das ist ein anständiges Mädchen. So, Poppy, das hier ist ein böser Beiwulf. Da darfst du ruhig mehrmals drauf feuern. Okay, du bleibst bei deinem Anstand, alles klar. Dann machen wir es so. So, Jack da hinten hin. Mal, dass wir Balthasar rauskriegen da. Gut. Da machen wir den ruhig. Lass da jetzt das Gift wirken und Steinchen hier, meine Minions und die Bombe. Okay. Gut, relativ entspannt, aber es ist halt auch wieder, es war jetzt nicht, wo ich tüfteln muss. Ja, ich will ja so Tüftlerboards haben. Nur das Problem ist halt bei blutiger Kampf, du kannst halt nicht viel tüfteln. Wenn die halt auslösen und deine Helden down sind, dann sind sie down. Dann kannst du nichts machen. So, hier nehmen wir jetzt. Hier muss ich drei blaue mitnehmen eigentlich. Die beiden lilanen nehme ich mit, aber dann dafür drei blaue. Mal was ganz kurz gucken. Ja, weil ich ihn nicht weitergemacht habe. Deswegen ist der Vogel auch nicht nach sechs Steinen voll. Aber den mache ich jetzt auch nicht weiter. Das gucke ich mir alles in Ruhe an. Ich will ja dann auch breaken. So, Ulmer kriegt jetzt mal die etwas schwächere Angriffstruppe, weil er soll nur den Attack abmachen und dann feuern die beiden. Also Attack up, elementarer Defense down, Damage. Das ist der Plan. Dann dürfte da eigentlich keiner mehr stehen. Also, größtenteils. Okay, wir haben auch Lila, wir haben auch Blau, das ist sehr schön. Da würde ich sagen, wenn wir den lila Diamanten machen, das geht in Blau über, das sollte locker für ihn reichen. Okay, sehr gut. So, stopp jetzt, danke. Ah, Björn. Ja, komm. Das damage ihn mal hier. Ja, das war gut. Kann man so machen. So, Ulmer. Geh auf ihn, weil er hat noch am meisten Leben. Auch wenn hier zwei sind, aber die sterben ja sowieso. Also, das ist Wollamork. Ja, was sagt uns das wieder? Also es ist halt, ich habe nichts an Skill verlernt oder dazu gewonnen an neuen Fähigkeiten. Das hängt halt wirklich an dem Board. Und dieses eine Board, das war halt einfach nicht gut zu uns. Ja, auch, oh, das darf ich mir gar nicht angucken. Das ist ja unfassbar. Mann, Mann, Mann. Ja, unsere Defensive hält uns so im Rennen, ne? Olli hat wahrscheinlich noch nicht gemacht. Gestern hat er ja auch relativ spät hochgeladen. Für seine Verhältnisse spät. Ich habe das auch mitgekriegt. Was Olli da vorgestern gesagt hat, hab ich mitgekriegt, Olli. Aber du kannst dir deine Fehler auch behalten, ja, wenn ich die hier mache. Nein. Für jeden. Hab noch nie gehört. Nein, ist ja natürlich alles Spaß, ja, von Olli und von mir. Das ist ja. Ach so, ich habe vorher die PvPs nicht gemacht. Ja gut, shit happens. Gucken wir uns vielleicht in einem anderen Video an die Kiste. So, und jetzt achte mal, guck mal hier. Er wird heute fertig, hoffe ich.
Er wird heute fertig und dann wird er in ein Kriegsteam eingebunden. Dann werden wir hier den Kollegen fertig machen. Und dann werde ich mir zwei neue dazu holen, vielleicht welche, die ich breaken werde. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, wer dann da als nächstes kommt. Aber Pengi wird fertig und er wird dann auch emblemiert, aber nicht gebreakt. Ja, ich hoffe ja, diese Season 4 vielleicht Morell kriegen. Das wäre sehr geil. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Gut, Freunde, das war das Turnier. Euch viel Glück, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.